Wir sehen uns auf reitschuster.de. Es ist erstaunlich, wie wenig man heutzutage braucht, um sich zu freuen. Man braucht Zensur, eine Sperrung des Kanals und dann nach 3 Tagen die Nachricht, ja, war eigentlich doch alles okay, der Kanal ist wieder entsperrt, die Zensur war irrtümlich. Genau das ist mir jetzt passiert mit YouTube am Freitag, mein Kanal mit 331.000 Abonnenten gesperrt. Angeblich wegen eines Interviews mit Professor Stöcker, dem Erfinder des Corona-Antigens. Übrigens ein Interview, wo er sogar von einer Impfpflicht spricht und die für sinnvoll hält und wo er betont, für wie gefährlich er Corona hält. Und das war dann plötzlich wegen medizinischer Fehlinformationen gesperrt nach 5 Wochen, nach 530.000 Aufrufen. Ich konnte nicht von der Bundespressekonferenz berichten, mein üblicher Bericht konnte nicht an die 331.000 Abonnenten gehen. Mein Interview mit Frauke Petri konnte nicht erscheinen und heute jetzt die Nachricht, ja, war ein Fehler. Ich habe dazu dann auf der Bundespressekonferenz heute Herrn Seibert befragt und der wich aus. Er sagte, es gibt nichts Neues. Ich habe dann noch eine Nachfrage geschickt, dass es doch etwas Neues gibt und konkret diesen Fall. Und die wurde dann aber überhaupt nicht drangenommen, diese Nachfrage. Und Thilo Jung hat dann nochmal nachgehakt und wollte Herrn Seibert darauf festlegen, dass das keine Zensur ist. Aber Herr Seibert, man kann ihm ja viel nachsagen, aber er ist ein kluger Mensch. Er hat sich nicht zu dieser Aussage hinreißen lassen. Das also hier der aktuelle Sachstand. Es hat sonst kein Kollege nachgefragt. Also man kann heute zensieren. Das letzte Mal war ich 2 Wochen gesperrt. Danach hieß es, es war ein Fehler. Aber reden wir doch mal über das Angenehme, dass wir es geschafft haben. Und ich glaube, da haben auch Sie einen wesentlichen Anteil, weil die eben wissen, dass so viele Leute hinter mir stehen, weil die wissen, dass ich mich wehren kann, dank meiner vielen Unterstützer. Und darum, glaube ich, ist das nicht nur ein Erfolg für mich, sondern es ist in erster Linie Ihr Erfolg. Und vor allem ist es auch ein Zeichen für alle anderen, die gesperrt werden, die vielleicht nicht so viel Reichweite haben, die noch viel mehr Angst haben müssen. Es ist ein Zeichen, dass man doch etwas bewegen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle an dieser Stelle. Ich lade jetzt dann die beiden Berichte hoch, die wegen der Zensur hier nicht hochkommen konnten. Dann auf dem Unterstützerkanal reitschuster-leerzeichen.de und bitte abonnieren Sie den. Das zeigt ja jetzt hier wieder diese Zensur, wie wichtig das ist. Dann lade ich noch die gesamte Bundespressekonferenz, das heißt nicht ich lade die hoch, sondern die Unterstützer laden die hoch, die ich aufkaufe bei RTL. Und am Abend kommt dann ein Bericht aus der heutigen Bundespressekonferenz. Das war unglaublich, was da gesagt wurde zum Thema Impfeffektivität, weil man eigentlich zugehabt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Lassen Sie sich überraschen. Also ich traute meinen Ohren nicht und es hat auch offenbar niemand in der Bundespressekonferenz für nötig befunden, dem dann nochmal nachzugehen und da nachzuhaken, außer Thilo Jung, aber der wollte es wieder in die eine Richtung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schauen Sie wieder rein. Vor allem abonnieren Sie meine Kanäle auf Rumble und Odyssey. Ich würde ja schon gerne umsteigen. Viele sagen mir, ja, warum bleibst du bei YouTube? Weil ich 300.000, 31.000 Abonnenten habe. Wenn die rübergehen und nur ein Teil davon rübergeht, dann bin ich der Erste, der mitgeht. Aber ich bin nicht der Belehrer meiner Abonnenten. Ich bin kein Erziehungsjournalist wie viele andere. Ich bin da, wo die Abonnenten, wo die Leser mich lesen oder anschauen wollen. Das ist mein Verständnis. Ja, zum Schluss, ich wollte schon ein Video machen, als ich gesperrt war, wo ich gesagt habe, mein Traum ist, dass über die politischen Lager hinweg, über alle Ansichten, dass ein Konsens bestehen würde, dass es nicht würdig ist für das 21. Jahrhundert, wenn ein Journalist wie ich, wie viele andere, wie die Leute von RT, ständig das Damokles der Zensur über sich haben, ständig das Damoklesschwert eines faktischen Berufsverbotes und wenn dann so viele andere wegsehen. Mein Traum wäre, dass wir über alle politischen, ideologischen, Corona-bezüglichen Unterschiede hinaus diesen Konsens hätten, dass so eine Zensur, dass die nicht okay ist. Aber leider funktioniert das nicht, stattdessen Häme. Und wahrscheinlich ist es sinnlos, aber ich höre nie auf zu hoffen, das ist ein Teil meines Naturells. Kolleginnen, Kollegen, es kann morgen euch treffen, die Zustände können sich kolossal ändern. Dann trifft es euch und ich verspreche,
Ich werde, und viele andere, ich werde so gut ich kann mein Wort erheben, dass auch die völlig gegenteilige Meinung, dass die zu Wort kommt. RT, ich habe ganz massive Unterschiede zu denen in vielen Bereichen. Leider machen die ja inzwischen zu einem großen Teil das, was unsere Medien nicht mehr machen. Also lassen wir das außen vor. Trotz aller ideologischen Unterschiede oder Einstellungen zu Putin Unterschiede, ich bin der Erste, der sagt, keine Zensur, nicht das Wort verbieten. Und dass wir diesen Minimalkonsens in Deutschland verloren haben heute, das sagt viel aus über den Zustand unserer Gesellschaft. Und ich bin überzeugt, die Kollegen, die jetzt den Mund halten und die noch ein bisschen die ein Gewissen haben, die werden sich später irgendwann, werden die sich schämen dafür. Es gibt auch die, die sich nie für irgendetwas schämen, die Wendehälse, die werden wieder die Ersten sein, dann die auf der Seite eines umgekehrten Zeitgeistes sind. Aber ich glaube, es gibt doch viele anständige, vernünftige, die vielleicht nur Opportunisten sind. Und es ist doch kein so großer Schritt zu sagen, nein, ich teile diese Ansicht nicht. Aber ich finde, man muss die ungestört sagen dürfen. Und genau das erwarte ich und genau das geschieht leider, leider so selten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, herzliche Grüße. Ich wünsche Ihnen euch was. Abonnieren, Algorithmen in Schwung bringen mit Likes, mit Glocke, mit Kommentaren und ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt freuen wir uns einfach mal, dass das doch relativ schnell vorbei war. Wobei man nie sicher ist, manchmal wird es nachträglich wieder gesperrt. Aber nein, meine Oma sagte immer, du sollst den Tag nicht vor den Abend loben, aber heute loben wir ihn einfach mal. Heute ignorieren wir mal ganz leicht die Oma, die möge es mir verzeihen. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so. Reitschuh, Reitschuh. Reitschuh.